Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Kleines Bastel-Update. Meine Tochter wollte mal wieder was Sinnvolles, Cooles aus Holz basteln an ihrem Kindergeburtstag. Und neben Open-Air-Kino und Schwimmbad haben wir dann eben diese Spiele gebaut. Für den Geburtstag war das natürlich super. Die Kinder haben abgesägt und gebohrt. Das Einzige, wo ich ein bisschen rumgemacht habe, war nachher die Länge von dieser Schnur. Die haben zuerst diese Öse hier rangeknotet, diesen Schlüsselring. Und dann haben wir hier oben die Schnur so lang gezogen, bis es richtig war. Und dann haben wir eben festgetackert. Hat total viel Spaß gemacht, hat super funktioniert. Und das Spiel macht auch mega viel Spaß. Dabei ist das Spielprinzip genauso einfach wie genial. Dabei muss man versuchen, über das Schwingen von dieser Schnur die Öse über den Haken zu bekommen. Und wenn ein Spieler die Öse also über den Haken bekommen hat, macht das wieder runter und darf die Kugel dann um eins rüberschieben. Trifft jetzt der andere Spieler, dann kommt die Kugel wieder zurück und immer so hin und her, bis dann irgendwann ein Spieler gewonnen hat. Und das hat er dann, wenn die Kugel drüber rausgerollt ist. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr könnt beim nächsten Kindergeburtstag dann auch was aus Holz basteln.